Willkommen zurück zu Project Snowblind. Wir stehen noch da, wo wir stehen geblieben sind, vor mittlerweile relativ langer Zeit, weil ich das vor Weihnachten aufgenommen hatte und jetzt ist schon Neujahr. Aber egal, ich weiß nicht mehr, wo genau wir hin wollten. Das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus hier. Weil so ein Lüftungsschacht, der ist immer in Ordnung. Ich denke, da will ich nicht rein. Das sieht ein bisschen eklig aus. Okay. Die bösen Republikaner. Was ist das hier? Alarmschalter. Sicherheitspanel. Ich nehme an, das muss ich hacken mit meinem Eispimmel, um da durchzukommen. Machen wir das mal. Geschützt, nördlicher Gang, Laserschranke. Ah. Kaliberbrücken. Okay. Dann machen wir das hier, machen wir aus. Und das hier machen wir auch aus. So. Das war ja ultra schwierig. Ich will auch so ein Hacker-Tool haben. Was? Ja. Was ist das hier? Das ist... Wow. Was war das? Das war laut. Ja, falsche Taste. Man kann ja hier nicht rennen. Da habe ich eine Granate geschmissen. Ich weiß nicht, muss ich jetzt den Helikopter ficken? Oder fickt er mich jetzt? Also, ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Und das ist jetzt die Frage, ob das was bringt. Oh, ja, das bringt was. Zwei Rockets und Flup weg war er. So, da müssen wir wohl durch. Was bringt mir hier der Schacht? Achso, das ist, falls man keine Hacker-Dinger mehr hatte. Ah. Gut, das wäre der einfache Weg gewesen. Da kommen wir da hinten hin. Kommen wir wieder nach hier draußen. Awesome. Also hätten wir die Laserdinger gar nicht hacken müssen. Das Geschütz bringt Scheiß. Das hätten wir vermutlich auch gegen die Helikopter benutzen können. Ich glaube, jetzt ist ein Alarm angegangen. Sehr schön. Machen wir mal direkt aus den Kack. Was gibt's denn hier? Das sieht aus wie eine Bioenergiezelle und Munition. Gut. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand mitbekommen hat. Aber ich meine, das perfekte Promi-Dinner, falls die Sendung jemand kennt, ich denke, die kennen vermutlich viele. Die war ja. Was ist das? Nano-Booster? Kann ich nicht nehmen. Eispick. Das war ja schon sonst mal eine Sendung, wo nicht gerade Leute waren, die man als Promi betiteln kann, sondern halt so. Das untere Niveau mit den D-Promis. Und jetzt haben sie sich halt echt für die nächste Folge Simon Desio eingeholt. Ja. Ich meine, der ist ja noch weniger Promi als die anderen, die da sonst immer sind. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann immer noch da unter ihrem Bericht dazu der. So der Text. Ja, sie sind an exklusive Partys und VIP-Galas gewöhnt. Wow. Das glaube ich nicht, weil. Ich glaube nicht, dass der. Normale YouTuber, auch wenn er einigermaßen bekannt ist, so wie Simon, dass der auf irgendwelchen VIP-Galas mit dabei ist. Aber na gut. Ich meine, ich kann dem Fernsehprogramm nichts vorschreiben, aber ich finde es halt doch ein bisschen arg seltsam. Er ist ja gut jetzt hier. Jetzt kommt da wieder der Rauch. Jetzt. Da oben ist ein Typ. Ja, Shotgun of Range ist natürlich nicht unbedingt schlau. Wir sollten mal das Sturmgewehr nehmen. Immerhin kann man durch das Gitter durchschießen. Es gibt viele Spiele, wo das nicht gehen würde. Spricht schon mal für das Spiel hier. So. Und Leiter erklettern. Bin eigentlich in letzter Zeit daran gewöhnt, dass Leitern sich automatisch klettern, wenn man drauf zuläuft. Und ich nichts drücken muss. Aber das Spiel ist ja schon ein bisschen älter. Da ist halt nicht mehr so einfach. Da muss man noch zum Leitern, Klettern, Tasten drücken. Computer. So, machen wir das hier mal auf wieder. Kennen wir ja mittlerweile schon. Was haben wir hier noch? Medipack. Blendgranaten. Ja. Boom. Ach, so einfach redet hier. Das kennen wir ja jetzt schon. Und ich denke, das wird bei der vierten Railgun, also bei der letzten, nicht anders sein. Die letzte Railgun ist
ist noch aktiv und macht den Truppen der Koalition zu schaffen. Beeilen Sie sich! Wow. Hat er mich mit so einer befickten Granate abgeworfen? Was ist das denn? Meine Fresse. Das hat mich ja komplett gefickt gerade. Sehr eklig. Richtig eklig. Was haben wir denn? Ich hab ja mein Schilddingens an. Warum benutze ich das eigentlich gar nicht? Ich kann doch mein Godmode-Dingens anmachen. So, aber da drüben ist auch noch so ein komischer Schrank. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal zurück und holen uns den. Irgendwie das Gefühl, als wenn jetzt da unten Zeug gespawnt ist. Tatsache. Naja, solange es nur eine Spinne ist, das ist ja kein Problem. Machen wir mal weg. Und muss ich erst wieder hochklettern, um das Ding zu deaktivieren. Ist ja schön. Das Ding müssen wir noch hacken. Ich denke, dann kann ich unten den Laser ausmachen. Komm her hier. Laserschranke A, Subebene. Das machen wir aus. Die Kamera ist noch an. Ne, die haben wir schon kaputt gemacht. Dann schauen wir doch mal, was wir da unten jetzt Tolles finden. Und das ist ein Nano-Booster und Raketen. Toll! Beides Zeug, was ich nicht brauche. Ich hätte gerne mal wieder so ein permanentes Upgrade. Für mein Leben vor allem. Weil Lebensupgrades sind mir wichtiger als das andere Ding jetzt da. So, aus. Irgendwie finde ich, dass die Shotgun immer noch sehr seltsam aussieht. Wie ein Reptil. Stört dich halt nicht daran, wenn jemand mit der Shotgun hinter dir rumrotzt. Einfach weiterlaufen. Diese komischen Barrieren sind so sinnlos, wenn hier eh überall die Teile rumstehen, um die zu deaktivieren. Na, mitnehmen. Hier hinten gibt es nichts mehr. Wenn sich das Zurücklaufen nicht mehr gelohnt ist. Das hier? Das war ein Speicherraum, oder? So, dann haben wir ein großes Medipack, das uns nichts bringt. Und da haben wir das Speicherdingens. Wir sehen hier am 23.12. habe ich letztes Mal aufgenommen. Neuer Spielstand. Heute müsste der... Ich überlege, was ist heute? Montag. Dann müsste heute der 7.1. sein, theoretisch. Egal, auf jeden Fall 4 Tage nach meinem Geburtstag. Oh, hi, wer bist denn du? So, da kommen jetzt garantiert Typen raus, oder? Hallo, ich sehe euch da drin. Oh, er sieht sich mal um. Ja, was ist los? Als wenn die mich nicht sehen würden durch das Dingens durch. Ich meine, ich kann sie auch sehen. Hast du was gehört? Ja, ich habe an der Tür rumgespielt. Hallo. Ja, das ist super KI hier. Gehen wir da irgendwie rein. Ich denke mal, das muss man auch hacken. Oder wir gehen einfach hier rum. Ne, können wir gar nicht rumgehen. Gucken wir mal, ob wir das hacken müssen. Wow. Hi. Ja, wir finden dich, du Schwein. Vermutlich stehst du genau vor der Tür, wenn die Leute da tot umfallen. So. Was haben wir denn hier Schönes? Sieht aus, als wenn man es aufmachen könnte, geht aber anscheinend nicht. Dann haben wir hier eine hässliche Lampe. Eine Vase. Sieht aus wie eine Lampe für mich. Warum sind die in ihrem eigenen Raum eingesperrt und wissen nicht, wie sie die Tür aufmachen? Das ist ja total sinnfrei. Die wären hier eh verhungert, wenn ich sie nicht umgebracht hätte. So, können wir nichts verprügeln. Schade, schade, das hier. Ah, oh, Tischtennis. Was ist das? Ein Snipergewehr auf dem Tischtennistisch. Das gehört da sicherlich hin. Naja, Tischtennis ist schon ein krasser Sport. Da braucht man Snipergewehr, um was zu treffen. Laser! Jetzt kriegen wir MG-Muni. So, was machen wir jetzt damit? Ich meine, ich soll rüberspringen. Wow, awesome. Okay. Das hat mir nur meine ganze Nano-Dingens-Zeugs geklaut. Mehr nicht. Dann gehe ich einfach mal zurück. Der Laser macht gar nichts, das war nur der eine, der explodiert ist.
Die Musik geht mir gerade total auf den Sack. Hier lag doch noch irgendwo so ein komischer Nano-Booster rum. Wer war denn das? Naja, egal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man die Granaten durchwechselt. Das habe ich komplett vergessen. Ich weiß nur noch, wie ich sie werfe. Aber ist auch egal, bis jetzt haben wir keine gebraucht. Ich denke, das wird sich auch nicht wirklich ändern. Das kann man so schon öffnen. Dann, wir haben hinten noch dieses Panel. Damit kann man bestimmt die Laserschranken deaktivieren, wenn man es hackt. Aber die haben wir jetzt hier schon aus. Weil ich da heldenhaft, wie ich bin, reingejumpt bin. Was ist das? Keine Ahnung. Aber Kisten haben wir hier noch. Man kriegt so viel Sniper-Munition. Ein Sniper bringt einem doch in der Mission gar nichts. Das ist doch fast nur Nahkampf. Hallo. Du hast mich aber früh erkannt. Die Energiezelle. Spider-Bot. Und zack, wir machen das gleiche wie immer, nur dass diesmal das Panel woanders geklebt hat. Da ist eine Kamera. Direkt mal weg, die Scheiße. So, kaputt. Da unten war irgendwas, das sah aus wie Mesh. Ja, gut, steig halt einfach da ein, wenn ich gerade am Schießen bin. Ist ja sehr nett von dir. Ja, das geht jetzt ab hier. Kanazawa hier. Ausgezeichnete Arbeit. Dank Ihnen kann die Evakuierung beginnen. Hacken Sie sich jetzt in den Server der Republik, bevor Sie den Luftschlag anfordern. Vielleicht finden wir brauchbare Informationen. Gut, wir sollen uns irgendwo einhacken. Der ist aber komisch geflogen, also ich meine, das war zwar eine Shotgun, aber so fliegt man doch da nicht weg. Da ist ja... Was ist hier Schönes? Ach, das ist heiß. Gut. Und ein Sicherheitspanel. Ist das das, was wir hacken sollen? Ich glaube nicht. Einfach mal gucken. Laserschranke, die aktivieren. Und die auch. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir gleich alles aus, was uns hindern könnte. Shotgun. Irgendwie ist die Shotgun das geilste. Das ist aber bei den meisten Spielen so. Ach nee, nicht schon wieder du. Da geht er mir auf den Sack hier. Bei diesen komischen Helikopter-Dinger. Ja. Was gibt's denn hier auf dem Fernseher Schönes? Cool. Alles kaputt prügeln. Bitches. Jetzt könnt ihr nicht mehr gegen mich verwenden hier. Was auch immer diese Dinger machen. Die Fernseher hier. Sehr interessantes Programm.